Frau geht Schuhe kaufen. Mann wartet. Mann wartet. Mann wartet. Boah, ist das spannend hier. So, ja. Jason? 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 Wo ist denn das kleine hässliche Kind? Jason? Hallo? Jason? Ja, und an der Stelle haben wir ein ganz kleines Problem. Jason? Hallo, hast du Jason zufälligerweise gesehen? Ich habe gerade auf ihn aufgepasst. Nein. unserer Frau sollten wir vielleicht nicht so direkt davon sagen. Jason? Nichts davon erzählen. Davon abgesehen, war das jetzt beim ersten Mal so, dass ich tatsächlich ein bisschen hilflos hier in der Gegend herumgelaufen bin und auch gedacht habe, dass ich irgendwie ein bisschen mehr interagieren könnte oder so. Aber tatsächlich kann man jetzt hier die ganze Zeit nur herumlaufen. Man kann so kurz in die Geschäfte gehen, aber dann passiert nicht so sonderlich viel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob momentan überhaupt schon irgendwas passiert. Ich glaube nämlich, er geht auch tatsächlich dann rein und guckt dann halt so zwischen Regalen oder so, wenn er überhaupt irgendwas macht. Mal gucken. Er macht gar nichts. Ja gut, okay. Jetzt könnte ich... Ich kann nur in den Eingangsbereich des Geschäfts reingehen. Auch gut. Naja. Jason. Und immer wenn ich X-Knopf drücke, kann ich nach Jason rufen. Jason! Jason! Hat ein bisschen was von Luigi's Mansion. Mario! 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 Mario? Jason! Oder Jason! 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 Je nachdem. Naja. Interaktion fällt jetzt jedenfalls an der Stelle tatsächlich ein bisschen flach, was ich ein bisschen schade fand, weil ich dachte irgendwie, ja, keine Ahnung, man könnte sich mit Passanten unterhalten oder so, oder man müsste irgendwie Hinweise und Tipps suchen oder so, um dieses kleine dumme Kind irgendwo zu finden. Aber tatsächlich braucht man nur eigentlich ein bisschen herumlaufen und dann findet man das dumme Balk dann quasi gesehen einfach hier. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne ein. Bitte, Dad, komm! Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool! Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön. Ich hätte den blauen genommen. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. $2 für einen dämlichen Ballon. Ja. Ich hatte doch... Ich hab doch immer was in der Hosentasche. Wo hab ich's denn? Also... Ja, irgendwo... Da. Oder auch nicht? Stimmt so. Stimmt so. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Ja, und jetzt wird's lustiger. Jason! Und man hört jetzt auch die Energie in seiner Stimme. Jason! Und an der bedrohlichen Musik merken wir auch... Jason! Dass das Ganze jetzt bestimmt nicht mehr so hübsch und lustig ist, dieses dämliche kleine Versteckspiel. Jason! Kinder sind aber auch eine unberechenbare Sache. Es ist ja auch in der Realität leider so. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben es ihm gesagt, er soll sich nicht entfernen. Jason! Jason! Tja, und dann findet mal irgendjemand dem Gedränge. Aha, der Ballon. Okay, alles klar. So, Moment, Ballon, hinterher, dahin, das ist mein kleines, dummes Kind, lass mich hier durch, überall Menschen, ekelhafte, überall Menschen, ich hasse große Einkaufszentren, und da ist der Ballon weg, schlecht, Ballon, irgendwo hier muss doch, oh, da, roter Ballon, Jason, Jason, hallo, Jason, Jason, mein Gott, hast du mich, oh, du bist auf einmal so schön geworden, nein, Jason! Noch ein roter Ballon.
Okay, alles klar. Dann muss das ja zwangsläufig jetzt mein Kind sein. So, ich will zu meinem Kind hin, ich will zu meinem Kind hin, ich will zu meinem Kind hin. Tralalala. Jetzt mal ganz ehrlich, was macht dieses kleine dumme Kind da draußen? Wie alt ist der? 5? Nee, der ist 10. Also ich bin mit 10 sicherlich nicht. Vor allem nicht, wenn meine Eltern mir das gesagt haben. Irgendwo ausgerissen und habe mich dann in so einem riesigen Einkaufszentrum verlaufen. Also, nee, so Panne kann man doch in dem Alter gar nicht mehr sein. Aber gut. Scheiße. Richtig. Jason! Dad! Ein Auto. Ein Jason, Kind. Nein! Eine Frau, die am Steuer telefoniert oder so, habe ich es gerade richtig gesehen. Ein waghalsiger Sprung. Jason! Ein Ulf. Ich hoffe, ich darf aller Traurigkeit zum Trotz jetzt dennoch die Frage stellen. Zum einen, warum ruft sie die ganze Zeit nur Jason, Jason, Jason? Was ist mit uns? Und zum anderen, es ist ein bisschen fragwürdig an der Stelle, zumindest so wie die Szene dargestellt wird, wie dieses Kind dabei gestorben sein soll. Weil wir haben uns schützend quasi gesehen vor unser Kind geworfen. Das Auto war jetzt auch nicht mehr so schrecklich schnell. Also, wie er dort an Ort und Stelle umgekommen sein soll, das erschließt sich mir nicht so hundertprozentig. Aber darauf baut dieses ganze Spiel auf und ab hier wird das Spiel dann auch richtig toll. Also wenn es bis jetzt noch nicht toll war oder so, spätestens ab jetzt wird es toll. So viel kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und ja, das ist dann quasi gesehen der Prolog gewesen, den wir abgearbeitet haben. Wir wurden mit der Steuerung vertraut gemacht. Die Ausgangssituation steht. Und jetzt kommt das Ganze drumherum und das wird einfach nur schön, herrlich und spannend. Heavy Rain, ein Spiel nur für die PlayStation 3. Leider. Und dementsprechend leider auch einer der Gründe tatsächlich, warum ich mir überhaupt eine PlayStation 3 jetzt noch gekauft habe. Ich war ja ganz lange und bin eigentlich auch immer noch Xbox 360 Besitzer und ich liebe meinen Xbox 360 auch immer noch. Aber nichtsdestotrotz, es gibt gewisse Spiele, die kann man auf der 360 eben leider nicht finden. Und dazu gehört eben auch Heavy Rain. Es wird übrigens im ganzen Spiel regnen, aber deswegen heißt das Spiel nicht Heavy Rain. Nur mal so. So eingestreut, so kleine Zusatzinformationen und so. Es gibt sogar ein kleines, natürlich fanbasiertes Heavy Rain Wikipedia, wo ich ein paar mehr oder weniger interessante Dinge tatsächlich gelesen habe. Das ganze Projekt wurde leider nie so richtig zu Ende geführt, so wie ich das gesehen habe, weil einige Artikel wirkten da noch ein bisschen, ja, hingeschustert halt und nicht so hundertprozentig fertig. Aber das, was die Leutchen da so hingestellt hatten, das hat mir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt ganz gut gefallen. Und ich musste mich unbedingt dort aufhalten, weil nachdem ich das Spiel, also Heavy Rain, beendet hatte, zumindest für mich mit meinem Ende, das muss ich auch mal dazu sagen, habe ich das überhaupt schon erwähnt? Heavy Rain, das Tolle an Heavy Rain ist ja quasi gesehen, dass es auch keinen richtigen Game-Over-Bildschirm oder so gibt, sondern je nachdem, wie wir uns mit den Charakteren verhalten, verläuft dann einfach die Story weiter. Und gewisse Story-Abschnitte fehlen dann vielleicht bei dem einen oder anderen, weil sich der eine oder andere dann eben auch anders entschieden hat als andere Spieler. Und so bekommt jeder so ungefähr sein persönliches eigenes Heavy Rain-Ende, könnte man so sagen. 2 Jahre später jedenfalls. Es gibt immer noch Flugzeuge, es regnet immer noch seit 2 Jahren. Nein, Quatsch, aber so sehen wir nach 2 Jahren aus. Offenbar ist ein bisschen was schiefgegangen. Wie das halt so ist. Hey, Sean. Hey, Dad. Jo, das war ja herzlich. Er mag es nicht, wenn er der Letzte ist, der noch in der Schule wartet. Starker Regen, das geht schon seit Wochen. Zu spät, schon wieder. Er will wohl wirklich nicht reden.
Ab nach Hause. Sean wartet im Wagen, ich sollte zu ihm gehen. Ja, sollten wir. Ich meine, so viel Handlungsspielraum hat man jetzt zugegebenermaßen in diesem Spiel jetzt auch nicht so sonderlich. Das bedeutet, ich könnte jetzt nicht einfach mich durch hinten an die Bushaltestelle stellen und darauf warten, dass ein Bus kommt, der mich dann irgendwo anders hinbringt oder so. Nein, das Ganze ist ja kein... Es ist ja nicht wirklich eine Lebenssimulation oder so, was manche vielleicht auch gedacht hatten tatsächlich, als sie das erste Mal von Heavy Rain so ein bisschen gehört hatten. Sondern es stellt ja auch nicht wirklich den Alltag dar. Es ist ja wirklich eine Geschichte, die erzählt wird. Ein interaktiver Film. Eine Storyline, der man auch folgen muss, weil ansonsten kommt man nicht weiter. Aber wie man eben tatsächlich zum Ende hinkommt, das ist relativ frei und wird vom Spieler auf eine gewisse Art und Weise selber bestimmt. So, wir setzen uns in unseren wundertollen Mittelklassewagen, schneiden uns erstmal an. Wir wollen ja ein Vorbild sein. So, schauen wir mal in den Spiegel. So sieht ein echt glückliches Kind aus. Und dann geht's los. Schlüssel umdrehen. Gang rein. Und Gas geben. Aber was ist nur passiert in diesen 2 Jahren? Jason gibt es offenkundig nicht mehr. Und wir haben uns seit längerem nicht mehr rasiert. Wir haben uns ein bisschen gehen lassen, unter Umständen. Vielleicht hat das ja gewisse Gründe oder so. Man weiß es ja nicht genau. Aber das ist dann eben so eine Sache tatsächlich. Wie man mit gewissen Schicksalsschlägen umgehen kann und... Oder überhaupt... umgeht, umgehen will. Perfekt. Kind kommt nach Hause, Fernseher an. Jo. Perfektes Leben. Eine unscheinbare Tafel ist uns dort irgendwie ins Auge gesprungen, aber darüber hinaus können wir noch ein paar andere Dinge uns angucken. Zum einen können wir erstmal die Post kontrollieren, die wir so bekommen haben. So, was haben wir da? Reklame. Einsetzen wir Brief. Mit seltsamen Briefen fangen die besten Spieler an, habe ich gehört. Was ist das? Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Scary. Okay, hilft uns an der Stelle aber nicht wirklich weiter. Ist übrigens vom Rattenfänger von Hameln. Wurde mir zumindest gesagt, ja. Was können wir mit so einem Kind machen? Keine Ahnung. Wir können es in den Schrank stellen, aber ich glaube, das bekommt dem Kind nicht so sonderlich gut, deswegen reden wir einfach mal. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Alles wie immer. Jo, das war ein gehaltvolles Gespräch. Okay, gut, wir sind unserer Verpflichtung als Elternteil nachgekommen. Gut, was kann man jetzt noch machen? Ich glaube, er geht jetzt irgendwie aufs Klo oder so. Was können wir machen? Wir könnten die Waschmaschine mal anwerfen. Weil ich glaube, das macht man als gutes Elternteil so. Ja. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Nee. Dumme Frau. Ja, wir haben uns ganz offensichtlich von unserer Frau getrennt. Und das hier war die Tafel, die wir uns angeguckt hatten, die er so aus dem Augenwinkel betrachtet hatte. 16.30 Uhr Snack, 18 Uhr Hausaufgaben, 19 Uhr Abendessen, 20 Uhr Schlafenszeit. Okay, wir haben also einen vermutlich von unserer Frau vorgegebenen Plan. Und jetzt haben wir es irgendwie schon nach 17 Uhr. Das heißt irgendwie... Ein Snack wäre gut, oder? Hallo, ich soll mich um dich kümmern. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Ja, mal gucken, was die Küche so hergibt. Was wird in einem Single-Haushalt wohl so zu finden sein? Ich weiß ja nicht genau. Mal gucken, was wir so im Schrank haben.
Chips oder irgendwas anderes. Nee, der bekommt keine Chips von mir. Dem soll es hier ja nicht gut gehen. Der bekommt einen total energiereichen und nahrhaften Müsli-Riegel. Ja, ja. Der Müsli-Riegel sind echt gut für Kinder, glaube ich zumindest. Lümmel nicht so auf der Couch rum. Wie sieht denn das aus? Hier, nimm die Füße runter. Also. Hier schon. Was zu essen. Danke, Dad. Danke, Dad. Dip. Interessanterweise übrigens, ich glaube, ich kann mal ein bisschen erzählen, auch wie es bei mir war. Ich hatte mich nicht um das Kind gekümmert, als ich das Spiel gespielt hatte. Oder nur so halb um das Kind gekümmert, was soll ich sagen. Und er hat sich dann irgendwann selber was aus dem Schrank geholt. Beziehungsweise er hat sich dann natürlich die Chips gegriffen. Und ja, aber wir wollen ja, dass es unserem Kind gut geht. Und so soll es auch bleiben. Und gut, um 18 Uhr soll er Hausaufgaben machen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Was können wir in der Zeit machen? Wir können mal rausgehen auf den Hof. Und ein bisschen für unser eigenes Wohl sorgen, gewissermaßen. Damit wir einfach mal ein bisschen Freude im Leben haben. Auch wenn die Grundstimmung das nicht so sonderlich zulässt, aber gut. Wir stampfen uns einfach mal im Basketball und werfen ein paar Körbe. So, R1 gedrückt halten, L1 gedrückt halten, anvisieren, zielen und Feuer! Naja, fast, okay. Das kriegen wir besser hin. So. Immer wieder dann auch diese Perspektivwechsel quasi gesehen, also dass wir dann... Ja, man sollte natürlich auch ein bisschen drauf achten tatsächlich, wann man den Controller nach oben reißt. Vielleicht jetzt? So, ja, fast. Jetzt hätte ich den L1-Knopf nur nicht loslassen dürfen. Das war das Problem. Ja. Juhu. Getroffen. Tralalala. Ja, Perspektivwechsel gibt es immer mal wieder. Dann sieht man eben, was andere Charaktere so treiben. Zumindest wenn das in der jeweiligen Situation auch tatsächlich wichtig ist. Und hatte ich jetzt noch irgendwas anderes gesagt? Ich weiß es offen gesagt nicht so genau, deswegen, um diese seltsame Phase des Nichtwissens zu überbrücken, gehe ich jetzt einfach mal wieder ins Haus rein und kümmere mich weiter um mein Kind. Und ja, und sag ihm mal, es ist bestimmt schon wieder Zeit für Hausaufgaben und so. Sofern ich die Tür finde. Also manchmal ist die Steuerung ein bisschen hakelig und das sieht schon relativ einfach aus, so wie ich hier herumlaufe. Lichter können wir natürlich auch anmachen. Das sieht schon relativ einfach aus, wie ich herumlaufe, aber nichtsdestotrotz, es ist ein bisschen frickelig am Anfang. Man muss sich da erstmal so reinarbeiten. Das so ganz ohne Probleme schafft man das wirklich beim ersten Mal eigentlich eher nicht. Krank? Ach so, genau, weil, deswegen der Perspektivwechsel. Er hat genießt. Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Ja, eine Medizin. Irgendwo wird ja eine Medizin sein. Vielleicht nicht unbedingt hier, sondern... ich weiß gerade nicht. Nee, ich glaube, hier ist nur das Klo, oder? Ja, hier haben wir keine Schränkchen oder so. Weil natürlich, wie ich durch dieses Spiel hier gelernt habe, es ist in jedem, wirklich in jedem amerikanischen Haushalt so. Dieses Spiel spielt einfach mal in Amerika. Wir beschließen das an der Stelle so. Doch, es muss in Amerika spielen, weil an gewissen Stellen wird, glaube ich, auch auf New York oder irgendwelche real existierenden Städte Bezug genommen. Wie dem auch sei. In jedem Haushalt in Amerika ist es offenkundig so, dass ein Medizinschränkchen im Badezimmer natürlich steht oder hängt oder was auch immer. Und da kann man sich immer auch Medizin rausnehmen. Es ist egal, wie verwahrlost der Haushalt ist. Vor allem sein Haushalt wirkt jetzt nicht mehr so unbedingt, dass man sagen könnte, wow, okay, der kümmert sich unglaublich gut um seine Bude hier, aber nichtsdestotrotz, es wirkt mehr so, als wäre ihm alles scheißegal, davon abgesehen. So wie er sich das Ganze eingerichtet hat. Ich meine, er ist Architekt, aber er wohnt jetzt in einer, naja, er wohnt in einem Haus. Seine eigenen vier Wände, immerhin. Er hat mehr als ich, wenn wir mal ehrlich sind, oh mein Gott. Ah, was soll's. So. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Ja. Danke, Dad. Eine kleine Pille, dann geht's dir immer besser. So, was noch? Schule. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Ja, alles bestens, okay. Und wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Gibt kein später. Hier, Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir's aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helf dir. Ja, genau. Ich helf dir. So. Kleines dummes Rotzgehör. Ja. Hausaufgaben, ja, Fernseher, Spielermann oder was irgendwie. Hat dein Fernseher jetzt eigentlich ausgemacht?
Weiß gar nicht. Zack. So. Kann ich angehen hier, neben meinem Fernseher laufen lassen oder so. Nö, nö, nö. Ich bin ein guter Vater. Oh ja. Da soll mir keiner hier was sagen von wegen, ich kümmere mich nicht um mein Kind oder irgendwas in der Art. Nein. Also ich kümmere mich total gut um mein Kind. Und deswegen überwache ich mein Kind jetzt auch total gut, indem ich ihm die ganze Zeit dabei zugucke, wie er Hausaufgaben macht. Das wäre ja mein Traum gewesen früher, wirklich. Wenn ich mich an den Küchentisch hätte setzen müssen, nur damit mir dann mein Vater oder meine Mutter über die Schulter schauen, was ich dabei so mache. Das ist noch richtige Erziehung. Jawohl. Und wenn er sonst nicht gehorcht oder so, dann geht's nicht ab auf die stille Treppe. Auch wenn wir eine stille Treppe im Haus haben. Aber nein, hier gibt's keine stille Treppe, sondern hier wird noch richtig erzogen. Oh ja. Weil die alten Methoden sind die besten und so. Ja, ja, genau. Disziplin und Anstand wird man ein gutes Kind und ein guter Erwachsener. So, oder so ähnlich. Gut, ja. Ich habe sehr tolle Ansichten tatsächlich, was das Erwachsenwerden angeht, wie ihr an der Stelle merkt. Weshalb man mir unter gar keinen Umständen Kinder anvertrauen Dad, sollte, ich aber... Bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Einen Moment. Erstmal muss ich gucken. So, und dich ausschimpfen. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Das waren die schnellsten Hausaufgaben, die ich jemals in meinem Leben, also... Wow. Wie spät ist es? 19 Uhr, ja. 19.30 Uhr oder so war Abendessen dran, ne? 19 Uhr Abendessen. Okay, Moment. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Muss ich dich vorher ansprechen drauf? Ich glaube nämlich. Das Blöde nämlich in diesem Haushalt ist, man muss gewisse Dinge, um zum Beispiel die Medizin aus dem Medizinschränkchen zu holen oder die Snacks aus dem kleinen Schränkchen hier oder so, man muss ihn vorher immer drauf ansprechen, weil ansonsten bekommt man es nicht. Okay, die Medizin bekommt man vielleicht auch so, aber die Snacks jedenfalls nicht. Und das fand ich mal ein bisschen doof. Beziehungsweise, als ich das letzte Mal gespielt hatte, fand ich es doof. So, ich muss mal kurz warten, bis sich das Kind wieder hingesetzt hat, damit wir uns mit dem Kind unterhalten können. Genau. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. So, vorher können wir nämlich nichts aus dem Kühlschrank rausholen oder so. Also, zumindest meines Wissens nach. Wir haben jetzt die Wahl zwischen irgendeiner... Das ist eine Lasagne oder so, glaube ich, und einer Pizza. Wir... Ja... Nee, Hühnchen oder irgendwie sowas. Irgendwas ist das. Ne, ich weiß nicht. Ich glaube, die Verpackung sehen wir gleich genauer. Auf jeden Fall Mikrowellenessen. Das ist sehr gut, weil von Kochen habe ich keine Ahnung. So, zack. Düpp. Rein damit. Zack. Die Pizza essen wir nachher. Ja. Das ging schnell. Dürfte jetzt allenfalls lauwarm sein, außer Herzmikrowelle so auf, weiß ich nicht, 2000 Watt gestellt oder so. Aber gut. Zack. Und, na? Tatsächlich Hühnchen. Eine Hühnchenkeule. Zusammen mit unglaublich gesundem Obst. So sah das zumindest aus. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Ja, dann komm auch gefälligst. Ich habe dir unter dem Schweiße meines Angesichts eine tolle Mahlzeit auf den Tisch gestellt und du wirst das jetzt gefälligst auch essen, weil ansonsten Hördebu und Hörde hast du nicht gesehen. Was ist das hier? Achso, kann ich was? Oh! Ich kann jonglieren. Ich kann total gut jonglieren. Guck mal. Ja, guck mal. Ja, was ich nicht alles kann. Bin ich nicht ein toller Dad? Boah. Ich bin so ein Naturtalent gewissermaßen. Ich brauche nur ein paar Knöpfe drücken und so. Hey, und schon kann ich jonglieren. Du kannst ja jonglieren. Ich hab's schon lange nicht mehr versucht. Kannst du es mir beibringen, Dad? Klar, ich zeige es dir. Klar. Zeige ich ihm. Irgendwann halt. So. Dup, 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 dup. Ja. Die Uhrzeit, beziehungsweise die Zeit vergeht hier nicht wirklich in Echtzeit. Das habt ihr aber sicherlich schon gemerkt. Also alles ein bisschen rasch und so weiter und so fort. Ansonsten, was kann man noch in diesem Haus machen?
Man kann sich oben natürlich noch ein bisschen umgucken, in seinem Schlafzimmer oder so. Oder man kann einfach mal nebenbei die Zeitung lesen. Haben wir auch nicht gemacht. Origami-Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Origami-Killer schließen lässt. Uah. Gruselige Zeitung. Oh mein Gott. Origami-Killer. Hm. Wer weiß, ob das noch wichtig werden könnte. Spül den Teller gefälligst auch ab. Das Kind läuft wie ein Zombie. Fernsehen. Fernsehen. Das ist ein idealer Tag. Man kann übrigens sich den Cartoon auch so ein bisschen angucken. Ist jetzt mehr oder weniger gehaltvoll tatsächlich. Einfach auch ein bisschen brutal oder so? Ich weiß es nicht genau. Was guckt mein Kind hier eigentlich den ganzen Tag? Irgendwelche Horrorfilme oder sowas und ich bekomme hier nichts mit. Schnaps. Was ist das, ein Pokémon? Ich verstehe das nicht. Gut, egal. Reißen wir uns mal davon los. Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein. Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Ja, kommst du gehst. Mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Mach dich fertig, ja. Los. Machst du auch den Fernseher aus? Du machst den Fernseher kein bisschen aus. Du dummes, dummes Kind, du. So, okay. Diesen Schund wollen wir auch gar nicht länger sehen. Stattdessen, ja, was? Ich drücke L2, aber er denkt gerade an nichts. Das ist schlecht, wenn unser eigener Protagonist an nichts mehr denkt. Naja, gut, okay, was haben wir denn alles gemacht? Ansonsten, ja, können wir uns hier in die einzelnen Möbel nochmal reinflezen oder so und selber was zu essen machen. Geht jetzt an der Stelle leider wirklich nicht. Wir essen nichts, nein. Also wir haben wirklich jetzt alles wirklich nur, wirklich nur für das Kind gemacht. Was schon ein bisschen traurig ist, so ungefähr, aber es lässt auch ein bisschen tief blicken diesbezüglich. Also, Ethan hat wirklich viel mitgemacht in letzter Zeit. Und naja, trotzdem hatten wir einen relativ gehaltvollen Tag, finde ich. Und dementsprechend bin ich eigentlich auch glücklich und zufrieden. Ja, was anderes, was wir jetzt noch in diesem Haus hier machen können, ist zum Beispiel uns hier hinsetzen. Auf unseren Arbeitstisch. Ja. Wie man sieht, waren wir fleißig. Irgendwann mal. Naja. Echt, hört auf umzuspringen. Ich kann euch gar nicht filmen. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Jason, sag mir, was du später werden willst. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Feuerwehrmann oder Astronaut? Ja. Manchmal ist es echt besser, wenn man die Vergangenheit ruhen lässt, ganz ehrlich. Man hat echt nur Probleme, wenn man sich zu lange mit so einem Scheiß beschäftigt. Gut, okay. War jetzt wenig fördernd für die eigene Laune, aber gut, okay. Bringen wir lieber mal unser Kind ins Bett, weil das ist, glaube ich, besser. So, erstmal Rollo zu. Zack. Muss ja nicht sein, dass hier die ganze Zeit alles reinscheint. Oh, was liegt denn da? Oh. Das lässt dann ja wohl auch tief blicken. Ja, alles irgendwie nicht so einfach.
Gute Nacht, Sean. Mein Teddy. Dad, ich hab mein Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Zum Glück weiß ich genau, wo der dumme kleine Teddy liegt. Ja, ja. Ohne Teddy kann man ein Kind nicht schlafen schicken. Nein, das wäre gewissermaßen menschenverachtend. Also, ich bitte euch. Top, top, top. Ich weiß, ich mag keine Kinder, aber irgendwie, was gewisse Dinge angeht, ja, das... Nö. Nö, dann man muss es ja nicht übertreiben und so. Nicht total gemein sein. Nein. So. Zack. Das ist zwar so ziemlich der hässlichste Teddy, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, aber es ist nichtsdestotrotz ein Teddy. Aber diese Farbe, den findet man wenigstens im Dunkeln immer wieder. Also, das Ding strahlt ja von sich ein gewisses Licht aus, aber okay. Der atomar verseuchte Teddy. Naja. So, hier hast du ihn. Zack. Tada! Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Es war ja auch wirklich nicht unsere Schuld, mein Gott. Es war die Schuld von diesem dummen Kind. So, ja. Jetzt machen wir gewissermaßen nur nochmal bitte unseren Job total richtig, indem wir ihn dann auch nochmal zudecken, weil das macht man wohl so. Habe ich mal gehört. In irgendeinem Elternratgeber gelesen. Passt schon. Sein Zimmer ist zugegebenermaßen auch das schönste Zimmer in diesem ganzen Haus. Man kann übrigens auch, um jetzt auch tatsächlich mal darauf einzugehen, was für Möglichkeiten man quasi gesehen hat, man kann das Ganze hier auch mehr oder weniger verkacken, indem man sich wirklich gar nicht um das Kind kümmert und ihm verbietet, Fernsehen zu schauen oder ihn früher ins Bett schickt oder ihn nichts zu essen macht oder so, wie auch immer. Dann ist der Kleine jedenfalls ziemlich stinkig und dann sagt er sowas wie, ich hasse dich und ja, geh bloß weg, ich will nichts mit dir zu tun haben und ja. Also das kann auch relativ böse hier sein, aber gut. So ist das Ganze doch viel schöner. Und jetzt ganz leise die Tür zumachen. Ja, fast zu machen, einen Spalt breit lassen wir sie offen, damit wir auch immer alles hören, was unser Kind da so treibt, und... Ja. Das erscheint mir nicht so hundertprozentig normal. Wusch. Was ist das? Eine Origami-Figur. Spät nachts mitten irgendwo auf der Straße aufzuwachen und nicht zu wissen, was man getan hat, mit einer Origami-Figur in der Hand, ist in den meisten Fällen schlecht. Habe ich gehört. Carnaby Corner, North. Wie sind wir bloß dorthin gekommen? Was haben wir dort gemacht? Verdammte Scheiße. So, Ladebildschirm.